Hallo allerseits, in diesem Screencast werden wir uns Bootstrap Cards anschauen. Cards, das ist ein ziemlich mächtiges Tool, sehr schön designt. Es ermöglicht einem ganz viele unterschiedliche Arten von Inhalte darzustellen, beispielsweise wenn ihr Produkte darstellen wollt oder hier ein Foto mit Text und Knöpfen. Mit Cards könnt ihr auch beispielsweise News sehr gut formatieren, dass alles attraktiv daherkommt. Also von dem her auch ein ziemlich mächtiges Ding von Bootstrap. Schauen wir uns doch das mal an, dieses Bootstrap Cards. Zuerst muss man eine Div machen, Div mit der Klasse Card und dann ein Card Body. Das ist dann quasi das typische, die typische Struktur von diesem ganzen Card. Also wir kopieren das mal rein und schauen, wie das aussieht im Browser. Voilà, noch nicht wahnsinnig schön, aber das ist doch schon mal ein erster Anfang. Wichtig ist dann zu sehen, wie geht es weiter. Also jede Card ist aufgebaut mit einerseits einem Card Body, aber zuerst kommt jeweils auch noch ein Header, Card Header. Und da ist der oben dran logischerweise, so der Kopfbereich. Danach, wie gesagt, kommt der Card Body und dann, was könnte noch kommen? Genau, Card Footer, also quasi die Fußzeile oder das, was unten immer zu unterst dann entsprechend ist. Und mit dieser Struktur, das ist der typische Aufbau einer Bootstrap Card. Ihr könnt wiederum verschiedene so Farbtypen auswählen, also welcher Stil eure Card haben soll. Soll es eher ein ganz normaler sein oder soll es beispielsweise BG Primary, das ist so das blaue Ding, dann ist alles blau eingefärbt. Wenn ihr nicht das Ganze eingefärbt haben wollt, eben, sondern beispielsweise nur den Header, dann könnt ihr auch nur den Header so machen und vielleicht noch den Footer. Das wäre so typisch und dann innen drin ist der Content im weißen Bereich. Oder es gibt natürlich auch wiederum die Warnings und das Danger und so weiter. Alle diese Farben, die ihr ja schon kennt, könnt ihr anwenden. Innerhalb einer Card solltet ihr immer mit entsprechenden Elementen arbeiten, die da vorgesehen sind. Also beispielsweise H4 als Titel und dann müsst ihr die Klasse Card Title angeben und sagen, das ist die Kartentitel und bei den Text macht ihr ganz normal ein P, ein Paragraph und dann wäre dort die Idee, dass ihr mit Card Text entsprechend den Text eingebt. Voilà. Interessant wird es dann, wenn ihr mit Bildern arbeitet, weil Bilder sich sehr gut da einbauen lassen. Das ist in dem Sinn praktisch. Ihr könnt beispielsweise oberhalb des Body ein Bild einfügen mit Image, ganz klassisch. Und wenn ihr dort dann die Klasse Card Image Top wählt und natürlich noch die Quelle angebt, ich habe da ein Bild auf image.png eingefügt, dann habt ihr dort ein entsprechendes Bild, das so dargestellt wird, oben an, gleich unterhalb des Header. Header könnte man zum Beispiel jetzt wegtun. Footer, so. Und jetzt ist entsprechend angezeigt. Was hier noch etwas unschön ist, dass die ganze Karte so riesengroß ist. Wenn man die Karte etwas schmaler machen will, macht man das typischerweise mit der Breite der ganzen Karte und sagt dann zum Beispiel, man will die Karte 400 Pixel breit haben oder vielleicht nur 300, genau. Oftmals werden Cards verwendet so als Teaser für weiterführende Informationen. Da ist zum Beispiel wichtig, dass man auf eine Karte klicken kann. Momentan ist noch kein Link. Jetzt gibt es die Möglichkeit, wenn ihr mit einem Link arbeitet, dort beispielsweise machen wir einfach, dass er auf der Seite bleibt und der Gartenhaken, dass ihr dort die Klasse Button
Button Primary. Und jetzt die Klasse Stretched Link macht, weil so habe ich die Möglichkeit, jetzt nicht nur auf diesen Knopf zu drücken, sondern auf die ganze Karte, dann wird gleich der Link ausgewählt. Also das, mit diesem Stretch Link ist nicht nur dieser Knopf, sondern eben auch die ganze Karte ein Link. Wenn ihr den wieder wegmacht, ist nur der Knopf ein Link, und wenn ihr nach weg vom Knopf seid, könnt ihr nicht mehr auf den Link klicken. Spannend sind ja Cards dann vor allem, wenn man verschiedene auf einer Seite anzeigen will. Ich kopiere jetzt mal den Text von W3 Schools und zeige euch, wie unterschiedliche Darstellungen möglich sind mit den Cards. Also kopieren wir den Text mal von W3 Schools. Wir sehen da ein sogenannter Cards Columns, also die Karten angeordnet in verschiedenen Spalten. Das sieht dann entsprechend schön aus, wenn ihr das größer macht. Jetzt gibt es die Möglichkeit, wenn ihr weitere Karten hinzufügt, kopieren wir doch die mal und schieben die oben rein, eine weitere Karte. Das ist First B zum Beispiel, sieht man da gleich. Dann werden die Karten schon wieder weiter sortiert. Eine rutscht nach dem anderen rauf und sie sortieren sich immer schön von oben links nach unten rechts, füllen sie sich auf. Wenn ich jetzt den Text entsprechend größer mache, länger mache, dann rutschen die Karten runter, bis irgendwann mal die nächste Spalte befüllt wird. Das ist die Card Columns. Die andere Variante ist, wenn man nicht so fließende Spalten haben will, sondern wenn man beispielsweise alle gleich hoch machen will, dann muss man Card Deck brauchen. Card Deck sieht dann so aus. Das ist natürlich nicht so intelligent, wenn wir so viele haben. Löschen wir mal ein paar raus. Noch ein paar mehr. Voilà. Und jetzt sind alle gleich hoch. Also das heißt, wenn ich eine den Text verlängere, dann verschiebt sich die Fläche von allen Spalten nach unten. So sind alle immer gleich lang. Mit noch der dritten Möglichkeit, Class Deck, Class Group. Das ist fast gleich wie Class Deck, aber da habt ihr die Gruppe macht, dass ihr dann die einzelnen Karten innerhalb ohne Abstand habt, und mit Deck haben sie eben noch einen gewissen White Space dazwischen. Gut, das war's. Ein paar erste Funktionen, die ihr mit den Cards ausprobieren könnt. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten. Hier einfach mal ein erster Eindruck. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.